Hallo alle zusammen. Ja, willkommen zurück in Eve. Ich habe gerade einen kleinen Fehler gemacht. Ich habe hier gerade die letzte Aufgabe abgeschlossen, aber es war auch nichts so Interessantes. Wir hatten ja letztes Mal diesen Navitas bei der Industrie in Auftrag gegeben. Und ja, den habe ich gerade abgeholt. Habe gerade intuitiv drauf geklickt, Mission abschließen. Naja, was soll's. Es war nichts Besonderes. Es ist jetzt der Industriekarrierepfad abgeschlossen und jetzt kommt der Militärkarrierepfad. Da werde ich vorher noch mal wieder hier drauf schauen. Empfohlen wahrscheinlich. Aha, Operation Permafrost. Wir machen das hier Militär. Der ist auch hier, also. Das ist wahrscheinlich fortschrittliches Militär und wir nehmen mal den hier an. Piraten. Nehme ich ein anderes Schiff? Oder nehme ich den? Was hat der an Waffen? Ich würde mal sagen, wir nehmen mal den hier. Aktivieren. Gucken, ob der noch versichert ist. Okay, dann rüsten wir die Nummer schnell aus. Also, wir brauchen zweimal das. Das. Den packen wir da rein. Mehr brauchen wir ja auch nicht. So, jetzt noch Munition. Da. Aber ich werde die mal als eine Waffe nehmen. Dann noch 1500 Schuss ins Inventar. So. Und denk mal, jetzt sind wir startbereit. Gut. Abdocken. Stürzen wir uns gleich ins Vergnügen. Also da fühle ich mich noch nicht bereit für, wenn ich das so sehe hier. Nee, das lassen wir. Das bringt nichts. So, mal gucken, was hier so los ist. Also dann.
Nähern wir uns dem mal. Zack. Ist natürlich wieder so ein bisschen ungeschickt. Jetzt glitsche ich hier wieder quer durch dieses Ding durch. Ich hoffe, ich fliege nicht wieder raus wie beim letzten Mal. So, das, was voll ist, das gucken wir uns noch mal genauer an. Da kommen wir wieder nicht dran vorbei. Ne, dann lassen wir das. Da ist ja sowieso nicht viel drin. Ich mach den mal aus. Das war's, meine ich. Jetzt können wir andocken. Warp-Antrieb aktiv. Ja. So schwer sind die Aufgaben ja nicht am Anfang. Ziehen wir mal durch mit der nächsten gleich. Andockerlaubnis erteilt. So. Ja, dann sprechen wir den Guten mal wieder an. Mission abschließen. Ja. Mission erfragen. Nochmal Beseitigung von Piraten. Mhm, ein Atron. Das als Belohnung akzeptieren wir natürlich. Schildbooster empfiehlt zu uns. Aber habe ich nicht sowas. Schließen. So. Ich versuch's mal so. Ich docke einfach mal ab, ich flieg da mal hin.
Warp-Antrieb aktiv. Also ich war eben beim Launcher, hatte angezeigt, es sind im Moment 32.000 Leute hier online. Das ist schon eine Menge Holz. Also wenn ich daran denke hier, das was jetzt rausgekommen ist, gestern oder heute war das, ist das heute? Heute ist Sonntag, der 23. bei mir. Atlas oder wie das Spiel heißt. Da sollen ja auch 40.000 an einem Stück zusammen auf einem Server spielen können. Also ich wollte es mir heute kaufen, aber ich habe mir die Rezension durchgeschaut und das war ja anscheinend fast ja wohl nicht so pralle. Und ich warte da noch ein bisschen mit. Also nicht, weil ich das nicht gut finde, das Spiel oder sowas, sondern weil ich einfach mir die Warterei ersparen möchte und dann mal gucken. Ich warte wahrscheinlich noch einen Monat oder so und dann werde ich mir das auch mal zulegen. Weil so an sich klingt das sehr gut, was da so auch an Trailern schon zu sehen war. Gut, machen wir hier mal weiter. Das wird bestimmt schon ein bisschen rougher, hätte ich beinahe gesagt, rauer. So, kreisen. Ja, mal gucken. Also, wir haben ja auch unseren Turbo. So, machen wir den auch mal an. Schon zu weit weg. Na egal. Also ich werde jetzt hier mal nicht so viel einsammeln und sowas, sondern ich werde jetzt mal durch diese Karrieregeschichten durchgehen und das, na gut, das nehmen wir mal mit. Aber damit wir mal endlich mal zum Punkt kommen und dass ich mal hier ein bisschen frei agieren kann. So, jetzt ballern wir die noch ein auf Pelz. Na gut, okay. Gehen wir da mal hin. Jetzt mussten wir doch aus irgendeinem was rausholen. Oder haben wir den schon? Mal gucken. Moment. Na, anscheinend ja. Na, ich sammle das doch mal ein. Sind ja doch gute Sachen drin. Was heißt gut? Relativ. Ach, da ist er. Ja, da ist er ja. Den sollten wir einsammeln. Gut. Na, jetzt gucken wir da auch noch, was da drin ist. Ja, Schrott. Naja, man kriegt ja ein bisschen raus aus den Dingern. Gut, dann können wir ja andocken. Und die Aufgabe abgeben. Warp-Antrieb aktiv. Fein. Aber die nächste.
schaffen jetzt. Ich weiß, das sind ja auch 10 Schritte. Ja. Kriegen wir jetzt unseren... wie hieß das? Atron? Dieses kleine sieht aus wie so eine Stubenfliege, finde ich. Andockerlaubnis erbeten. Andockerlaubnis erteilt. So, mal schon. Andockerlaubnis erteilt. Also, dann müssen wir den Zivilisten jetzt wieder in den Gegenstandshangar ziehen. Das müssen wir sowieso mit. Na, da, die beiden Sachen. Also, ich erschrecke mich immer, wenn ich lese, Ansehen verschlechtert, aber das ist bei den Serpentis, das sind diese Piraten, das ist ja so, also da ist das ja... Egal, jetzt haben wir einen Atron. Gut, den werde ich auch gleich mal auspacken. Mission erfragen. Nochmal vernichten. Dann akzeptieren wir mal. Und halt, packen uns einen Atron aus. So. Hier bauen wir alle Module aus. Ja, bitte. Den versichern wir. Platin natürlich. So, dann aktivieren wir den. Und gehen in eine Ausrüstung. Also ich finde, der sieht aus wie eine Stubenfliege irgendwie. Also so ein bisschen. Ich mag das Asymmetrische. Ne? Wozu im Weltraum wozu Symmetrie? Nur fürs Auge, ne? Oder Aerodynamik, wozu? Außer das Ding soll in der Atmosphäre irgendwie fliegen und landen. Ansonsten braucht es doch keine Aerodynamik. So, jetzt ballern wir da mal diese, was wir da bekommen haben. Diese Railguns. 2 Stück. 2. Ich weiß gar nicht, ob die die gleiche Munition benutzen können. Sehen wir gleich. Tatsächlich. Gut. Das. Dann packen wir uns wieder ein bisschen was ins Inventar rein. 2000 Stück. So. Dann unseren Turbo wieder rein. Das. Den können wir noch nicht nutzen. Das hier, das werde ich gleich mal aufbereiten. So. Gut, okay. Dann würde ich mal sagen, docken wir mal ab. Und dann machen wir die nächste. Ja, ich habe vorhin aufgenommen World of Warcraft, habe ein bisschen erzählt, dass ich morgen streamen will an Heiligabend, so 4 Stunden oder so, probeweise mal. Ich habe das ja noch nie gemacht. Hatte eigentlich erzählt, ja, dass ich entweder X4 oder Fallout streamen will. Aber heute bin ich bei Fallout gar nicht reingekommen. Und WoW weiß ich noch nicht. Und jetzt so, wo ich jetzt hier so gerade gucke, man könnte ja auch Eve streamen. Mal gucken. Naja. Nicht träumen, zur Position machen. Mal gucken, ich weiß es noch nicht. Wird eine Überraschung. Ich werde es sehen. Ich möchte es auf jeden Fall machen. Ausprobieren, wie das ist. Denn ich will auf dem anderen Channel, den ich habe,
Vlog-Tiegel nennt er sich. Ein bisschen Eigenwerbung. Da möchte ich auch öfters mal streamen und das ist ein guter Test hier. Oha, das sieht aber nicht gut aus hier. Was ist das? Eine Drohne. Wie viel kann ich eigentlich auf einmal? Ah ja, okay. Dann machen wir die Drohne mal als erstes. Nächste Drohne kaputt. Gar nicht. Jetzt. Mal ein bisschen näher drum, vielleicht bringt das was. Versuche es zumindest. Baller erstmal die anderen ab. Ich bin zu nah dran, kann das sein? Sache. Ich habe mich da ehrlich gesagt noch nie so viel mit befasst, weil ich nicht, ich bin nicht so der Military-Typ. Also ich mag das, ich schieße nicht so. Ich bin da auch teilweise zu dumm, zu einfach, zu langsam in der Reaktion. Ne? Egal, ob das nun PvP ist oder gegen NPCs. Aber gut, man muss hier schon ein bisschen auf die Stats achten, die man hier in den Dingern hat. Bei den Dingern meine ich. Ja, einer noch. Radar. Nipp, 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 nipp. So, dann halt
halte ich mal kurz an. Das haben wir. Puh. Das war jetzt ein bisschen dumm von mir, muss ich ehrlich zugeben. Da habe ich nicht drauf geachtet, wegen hier die Reichweite innerhalb von 10 Kilometern und sowas. Da war ich zu nah dran. Macht ja nichts, wir lernen ja noch. Das war's. Können wir wieder andocken. Warp-Antrieb aktiv. Ich gehe jetzt, da ist nichts drin, das ist nur Schrott. Ne, das ist, lohnt sich nicht. Tja, Mensch, man lernt ja nicht aus. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht dran gedacht. Aber gut, egal. Das ist jetzt... Andockerlaubnis erbeten. 3 von 10 haben wir dann geschafft. Andockerlaubnis erteilt. So, jetzt packen wir das wieder ins in den Gegenstandshanger. So. Dann müssten wir das abgeben können. Jo. Okay, danke. Sehr schön. Nächste. Ja, ich würde mal sagen, das wird dann was für die nächste Folge. Denn die hier ist schon wieder, da ist schon wieder Schluss. Sind ja auch nicht so schwierig, aber gut, wenn man sich mit Militär noch nicht viel befasst hat, sieht da ja selber, muss man sich auch reinfuchsen. Stapeln. Hier auch nochmal. Gut, dann würde ich mal sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und es geht in der nächsten Folge weiter. Mal schauen. Ich weiß, ich überlege mir mal. Vielleicht streame ich auch mal EVE Online. Vielleicht lohnt sich das ja mal morgen. So, wie gesagt, 4 Stunden ab mittags 12 Uhr bis zur Bescherung, hatte ich gesagt. Oder gedacht. Ich melde das jetzt auch gleich mal an den Stream. Ich hab das ja auch noch nicht gemacht. Ich werde sehen. Ja, mal gucken. Vielleicht sollte man hier mal ein bisschen weiterkommen. WoW spiele ich so oft. Mit dem Set, da mag ich ja immer noch dann in Zukunft. Ja. Mal schauen. Also, ich schmeiß Fliege. Ich kann mir nicht helfen. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.